Hallo und willkommen zu Let's Play Minecraft Part 8, glaube ich schon, und 7, okay, Part 7, tut mir leid. Ja, wie ihr seht, hängt Minecraft ganz schön, ich kann das hier nicht beenden. Bin wahrscheinlich daran, weil wir nicht auf Minecraft sind. Ja, das hat daran gelegen. Okay. Dann würde ich vorschlagen, bauen wir unser kleines, bescheidenes Haus weiter. Klein und bescheiden, keine gute Kombination eigentlich. Es ist halt dann klein und bescheiden. Aber erstmal... Ist da gar kein Wasser? Okay, trotzdem werde ich das hier sichern. Ich habe keine Lust, dass unser Haus unter Wasser steht. Komisch, hier ist gar kein, wenn hier kein Wasser ist, dann muss ich mir auch keine Sorgen machen. Also daher. Ich habe mir heute mal ein Gesprächsthema überlegt. Und zwar, was haltet ihr von Minecraft? Okay, das ist vielleicht eine Frage, die stellen mir viele. Aber bitte beantwortet sie mir doch mal, und ich glaube, Minecraft will mich hier ein bisschen reinlegen. Ich habe 2 Blöcke hochgebaut und nur einer wird gezeigt. Ist ja auch da. Also. Nachdem wir jetzt unser Haus aus Erde, keine Ahnung, was das jetzt für ein Stein ist, bauen. Ah, das wollte ich nicht. Sieht jetzt vielleicht ein bisschen blöd aus, dass wir hier so ein Du bist doch... Oha, war das knapp. Okay, also, einmal war das Glas einschlagen. Glas, ich meine, hier Eis. Das macht so Glasgeräusche. Ich bin halt noch ein Anfänger. Jetzt schreibt nicht in die Kommentare. Haha, Noob. Weil ich habe schon viele Videos gesehen, da stand das in den Kommentaren. Also, mein Thema war nicht, was haltet ihr von Minecraft, sondern findet ihr, man wird von Videospielen bzw. Internetfernsehen dumm. Einige sagen ja immer, sie wären voll dumm vom Internet und so. Glaubt ihr da eigentlich dran? Weil ich meine, jetzt mal ehrlich. Irgendwann sitzt man doch wahrscheinlich so lange, okay, Eltern sollten darauf achten, tun sie wahrscheinlich auch. Aber irgendwann sitzt man doch so lange davor, aber trotzdem verdummt man nicht. Ich meine, sonst würden wir doch jetzt alle anfangen, uns, keine Ahnung, zu verständigen. Auf irgendeine Sprache, die fast keiner kennt. Ich meine zum Beispiel die alten Leute. Meinen doch auch immer, wir werden immer dummer. Dummer, keine Ahnung. Also ich finde, sollte wirklich jeder so verblöden, sagen wir mal, einer ist so ein Minecraft-Freak, sitzt immer vor dem Computer und spielt Minecraft, dann würde der doch jetzt mit einem Stein in der Hand rumlaufen und würde dann Stein irgendwo hinschmeißen. Also ich finde, wir verdummen nicht. Das wäre dann schon mal geklärt. Zumindest für mich. Ja, wie ihr seht, muss ich alles wieder zerstören. Wegen eines Fehlers. Ach doch, das schadet so. Noch sind es 2 Flächen, bald wären es 5 Flächen. Ach, das Wetter gibt heutzutage auch zu wünschen, hier bei uns in der Stadt. Regnet es ohne Ende. Heute Morgen war es eigentlich noch ganz sonnig. Einmal kurz still. Ja, also
ist ja alles bis jetzt noch ganz easy und ich nehme mir schon mal in den Inventar, was ich gebrauchen kann. Weil ich glaube, es wird gleich Nacht. Und ich nehme auf jeden Fall ein Schwert, auch wenn mich diese Teile nicht angreifen. Aber es ist halt so, sie nerven halt ab und zu. Das wollen wir ja nicht. Ich werde noch irgendwie herausfinden, wie das mit den Schaltern geht. Nether, gibt es das hier eigentlich auch? Nether, nicht Nether. Guck mal, Nether. Ja, Moment. Ja, also das wird diesmal auf jeden Fall kein 4 Quadratmeter Haus, sondern ein 5 Quadratmeter. Hahaha, Flachwitz. Nein, Spaß beiseite. Seite. Ich habe heute aber auch einen Akzent. Und ich würde mal sagen, es wird Nacht. Und da es gleich schon wahrscheinlich sehr dunkel sein wird, werde ich dann, ich überlege gerade, wir haben vorhin eine kleine Aufnahme gemacht. Das ist normalerweise 8 Minuten Tag und 8 Minuten Nacht. Die vorhin ging 3 Minuten. Dann geht die jetzt ungefähr 5 Minuten. Okay. Ich werde das Haus wahrscheinlich noch mit anderen Steinen brauen. Erst brauen. Ich habe heute auch meinen Sprachfehler. Und meine Baufehler. Hm? Auf jeden Fall. Ach. Ich suche schon mal Platz für meine Tür. Und zwar. Genau. Ach nein, ich darf die ja noch gar nicht setzen. Okay, an der Stelle mache ich dann einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Bis dann. Ciao. Hallo und willkommen zu Let's Play Minecraft Part 5. Der Survival Mode ist nicht so für uns, deswegen haben wir uns für den Kreativmodus entschieden, sage ich jetzt mal so. Also wir haben alle Steine, alle Blöcke meine ich, so Schwert und so haben wir alles. Ja, und wisst ihr, Survival Mode war einfach nichts für uns, fanden wir ein bisschen. Es hätte zu lange gedauert, immer so in den Folgen Sachen zu sammeln und so und dann auch noch ohne Werkbank. Darum machen wir das jetzt halt im Creative Mode. Ja, wie ihr seht, sind wir hier im Dschungel. Wir wissen selber noch nicht, wo wir sind. Ah, das muss ich noch sagen, im Creative Mode oder Kreativmodus, da greifen einen die Zombies nachts nicht an, aber sie sind trotzdem da. Ich würde sagen, hier könnten wir mal unser Haus hinbauen. Übrigens, heute spielt der Lukas. Ich kommentiere. Das wird im nächsten Part wahrscheinlich wieder ganz normal sein. Einer spielt und kommentiert. Wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall würde ich sagen, bauen wir doch da hinten mal unser Haus hin. Also was heißt hinten? Auf dem Eis. Ja, also es ist jetzt halt ungewohnt, dass wir schon alles haben und so. Aber es wird euch wahrscheinlich beim Zusehen auch mehr Spaß machen. Dass wir ganz viel bauen werden und so. Es ist einfach besser. Okay, also als nächstes zerstören wir hier gerade unser Haus. Wieso nimmst du nicht die Holzbretter? Auf jeden Fall, das Haus wird jetzt auch erstmal noch nicht so groß. Wir werden die Welt natürlich auch erkunden. Also so gucken, ob es hier Höhlen gibt und so und in den Höhlen vielleicht auch ab und zu mal was bauen. Und wieso baust du das Haus auf dem Eis? Das ist keine gute Idee eigentlich. Ja, es gibt eigentlich nicht viel zu sagen. Wir werden zunächst mal auf Sprachthema einlegen. Die könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Weil sonst merkt ihr ja, wird es hier wirklich einfach nur so dahingeschmissenes Zeug.
gibt uns einfach irgendein Thema in die Kommis. Kommentare. Wie ihr seht, Minecraft hängt total. Jetzt bitte nicht in die Kommentare schreiben, das hatten wir nämlich schon mal. Auf dem anderen PC, der hängt ja voll. Wisst ihr, wir wissen auch nicht, woran es liegt. Wir werden es auf jeden Fall in nächster Zeit herausfinden. Ja, schlag mal ein gutes Thema vor. Okay. Ich würde sagen, auch wenn es jetzt nicht viel war, sollten wir, glaube ich, schon einen Cut machen. Ich glaube, 6 Minuten sind schon vorbei. Ja, wir können leider noch nicht länger aufnehmen, weil sonst steht da, das Video ist zu lang und so. Entweder weil wir noch zu kleine YouTuber sind oder wir wissen auch nicht, woran es liegt. Also ich zumindest nicht. Ich würde sagen, machen wir einen Cut an dieser Stelle.